Ich meine, er hat zwei Schwerter in der Hand und die Kiste bewegt sich nicht. Was ziemlich normal ist für eine Kiste. Aber er schlägt daneben. Yeah. Und jetzt fahrt zur Hölle. Boah, jetzt stirb doch einfach. Und gib mir ganz viel AP. Ja, krieg ich wahrscheinlich ein Feldstück, wenn ich es bestehlen schaffe. Fröstelnde Kälte. Jetzt muss ich hier noch einen kleinen Test machen. Geh mal weg. Ist der Wolf wieder da? Trink mal einen Schluck. Yeah, da kommt nur von oben so ein Licht runter und das blinkt mich hier. Licht. Welch ein Wunder. Das riecht nach Falle. Talma sei Dank! Und wie kommen wir? Und wie kommen wir nun an dieses Stück heran? Vielleicht wird mir etwas, mit dem sie die Mäule der Köpfe verstopfen lassen! Nein! Denk nicht daran! Nice! Komm her! Komm! Nein! 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 Nicht dein Ernst! Eins fehlt noch. Aber ich sehe keins mehr. Eine ganz gewöhnliche Eichel. Hm, nein. Irgendwas übersehe ich gerade. Kann ich einfach den Dorn abhacken, mitnehmen und reinstecken? Hm. Wir müssen weit, weit von meinem Dorf entfernt sein. Solche Köpfe habe ich noch nie im Wald gesehen. Das kommt eben davon, wenn es so ein ahnungsloses, junges Ding ist. Ach ja, ach ja, ach ja! Und schlagfertig bist du auch nicht! Was sind denn das nun für Köpfe? Wo soll ich das wissen? Du bist doch hier der Bücherwurm, Bücherwurm! Ha! Sag ich doch! Von Schlagfertigkeit keine Spur! Hä? Ich verstehe gerade eins. Ey, Hunk, meinst du nicht, ist es mir möglich, dass woanders so eins ist? Nein, nein, Blödsinn! Komm zu Papi! Wow, wie offensichtlich, dass da was ist. Ich würde doch ein riesiges Schild dranhängen. So, die machen sich da jetzt erstmal bequem. Wir hacken noch die Büsche kaputt, da ist noch ein Busch. Jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergeht. Also das überfordert mich jetzt. Hier ist eine Sackgasse, ne? Was wohnst du denn da am Stamm herum? Hab ich schon erwähnt, das allein der Klang deiner Stimme. Ich hab's verstanden, du bist immer noch verschnupft. Verschnupft? Wer dein Hirn von ähnlicher Größe wie deine Wampe, wüsstest du? Ach. Yeah. Hexenbaum, oh, Besuch. So ein Wolf hat mich schon lange niemand aus der Rinde gelöst. Spar dir die Komplimente, davon hatte ich heute schon genug. Du hast einen Hexenbaum, richtig? So ist es, Waldraja. Du kennst meinen Namen? Deinen Namen, deine Träume, deine kleinen Geheimnisse. Dein Haus hat mir alles erzählt. Wie das? Steht ihr miteinander in Verbindung? Na, ich werde mir das Schwarzmaul meine nächste Gelegenheit vorknöpfen. Es hatte keine Wahl. Ein Baum wie ich habe natürlich das Recht des älteren Holzes. Und sei unbesorgt, ich kenne weitaus fesselnde Berichte als die deiner kleinen Nichtigkeiten. Heißt das, jedes Geheimnis und ist für mich und Eckwin im Bilde? Aber ja, und über Duckwin und Gerwund und Friedmund und... Geil. Ah, nicht gut für meine Stimme, du. Genug, genug. Was machst du hier eigentlich, außer den Holzkopf in meinem Privatleben zu füllen? Na endlich fragst du. Komm, ich lade dich auf deine Antwort ein. Yeah. Ich muss immer mal in den Baum gehen. Scheint ihn leicht überfordert. Walburga! Hast du unsere liebe Kleine heimgefunden?
Die kann ich sogar noch halbwegs. Hey. Heiltrag, yeah, ich nehme das mal alles mit. Ein wirklich gut sortiertes Kräuterschrank. Soll Faldrada versuchen, etwas mitgehen zu lassen. Roschke Blubber an einer Grenze! Du freche Körne! Lässt du die Finger von meinen Sachen! Nö. Nein, jetzt traue ich mich nicht zu spitzen. So doch geil geklaut. Ein Brett! Und ein betatendes, gefülltes Kissen jetzt dein Bett! Ha! Hört sich alle die Jungen an! Kein Wunder, wenn ihr alle miteinander verweichlicht! Ich kenne da jemanden, mit dem du dich blendend verstehen würdest! Im Leben jeder Hexe kommt der Tag der großen Entscheidung. Schwarz oder blau? Ja, ja. Wir reden nochmal dasselbe Hemd an. Ja, ja. Es sagt überall dasselbe. Kann ich hier den Baum? Baum? Nö. Was haben wir da noch? Gestopfte Hutkronen. Ein ganzes Bündel. Wo hast du die nur gefunden? Wir starren so gerade eure Künste, Kleines. Künste? Mit den Pilzen, da stopfe ich mir zu Hause die Kissen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Es riecht nach Wald, moosbedeckten Rinden, Farngewächs im Morgentau und dem Tod unvorsichtiger Esser. Herrlich. Früher hätte ich dich doch nicht mehr Fisch zeigen! Hatte ich doch nicht mehr Fisch zeigen! Aber seit mein Baum in die Erde kommt, wird er eigensinnig! Das Zeichen unserer herrlichsten Fauns! Wahre Kugel, rund und fein, sag mir, wie wird die Zukunft sein? Die Superzahl ist die 7? Wie weit hat das blöde Ding denn vorausgesehen? Noch was? Der schwere Duft frisch gebrauter Schimmelgastigs wölkt sich über das Aroma zahlreicher anderer Tränke und Salben, mit denen der Schrank angefüllt ist. Ja, da haben wir nochmal dasselbe in grün. Oh, ich muss sagen, meine Bestände wachsen. Aber das brauche ich momentan nicht. Nein. Wir speichern. Und trinken einen Schluck. Alburger, man hat mich vergiftet. Ich bin ein Gefangener des Ordens. Du musst mir helfen. Was? 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 Gib doch einen Moment Ruhe, Kind. Und nun der Reihe nach. Was ist passiert? Dann fangen wir doch gleich einmal in der wichtigsten Frage an. Warum hast du mich im Stich gelassen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und ob du das weißt, du und die anderen haben mich einfach auf der Windkuppe allein gelassen. In der reizenden Gesellschaft der Hexenjäger. Rate, wer deswegen gefangen genommen wurde? Tja, du? Rate, wer deswegen nur um Haaresbreit eines Bekanntschaft für die glühenden Eisen vorbeischrammte? Klappt's endlich! Dann war es also gar nicht so schlimm! Nö. Rate, wenn du ein Gift im Körper trägst, das ihr den Hochmeister bindet! Den Hochmeister! Genug, dummes Ding! Leitet man so etwas Entschuldigung ein? Pah! Zeig oder nicht! Du hast nichts, gar nichts gelernt! Eine richtige Hexe, die nicht nach Rockzipfelausschau halten, an die sie sich am ersten Anzeigen der Gefahr klammern könnte. Du bist eine erbärmliche Schülerin der Hexkunst, wenn dir nicht aber die Flucht gelingt. Gibst du etwa mir die Schuld? Ich bin auch nicht ver... Ich bin auch nicht fertig! Und zu allem Überfluss bist du also auch töricht genug, dich vergiften zu lassen. Wir Hexen sind die Meister der Klügelenke, nicht ihre einfälligen Opfer. Du bist beschämend. Gemeiner alter Besen. Was hast du erwartet? Ich bin eine Hexe! Was soll ich denn nur tun? Draußen war ein Giftreicher und ein Hexenjäger auf mich, Walpurga! Kröten in den Hals! Du hast einen Hexenjäger zu einem Baum geführt! Bist du auch bei Trost? Ich wusste doch gar nicht! Ich soll dich auf der Stelle in das verwandelt, das wächst meine Katze erfreut! Natürlich ist dann etwas, ist an dir etwas dran! Guck doch! Ach, du bist ein verwöhntes Vieh! Ach, irgendwas muss Samon ja doch in dir gesehen haben, als er dich akzeptierte! Wenn du schon keine Antworten hast, dann zeig, ob du dich wenigstens die richtigen Fragen stellen kannst! Was ist mit den anderen Hexen? Wenn sie klug waren, haben sie sogar mich in den versteckten Fluchtorten aufgesucht! Nein, ich sage nicht, wo! Es reicht voll auf, dass du Kindskopf einen Trauerdienst zu mir geführt hast! Allerdings wundert es mich, doch keine Nachricht erhalten zu haben! Die anderen Natur sind stets auf Stumm! Kann der Baum nicht helfen? Soll ich den Ball besuchen, den Chip mit seinen Wurzeln schnappen oder weg wollen? Wieso nur ein wenig? Gerade ein darf er ruhig etwas fest anpacken. Taukopf! Entfernt uns etwas Gift aus deinem Körper! Hast du nicht irgendeinen Rat? Es sagt immer vom Verstand, die überlegene Weisheit ist alles zu akzeptieren! Dein größtes Problem ist das Gift!
Wir wollen erproben, ob wir die Fessel nicht lösen können, die dich bindet. Kennst du einen Weg? Nichts aus Sicht, Kleines! Erweise mir erst dein Wert, bevor ich meine Hilfe gewähre! Bring mir ein Ei! Nicht irgendeins! Nein, nein! Ich bin dir ein ganz bestimmtes! Kannst es im Osten des Walles finden! Ich stelle es kaum zu viel, wenn man weiß, dass da der Walle von entspringt! Aber das weiß ich doch nicht. Woher auch? Was sagt die Uhr? Was willst du? Egal. Da ist es bergauf! Und ich sehe, wie es in meiner Küche bestellt ist! Kleines! Ich habe das Ei bereits! Yeah, 100 EP. Sieh an! Sieh an! Du bist ein total talentiertes Ding! Du machst kein hochmütiges Gesicht! So schwer war es auch nicht! Aber du hilfst mir! Ich habe Hexe oder nichts an Bord! Darum frage ich hier nach! Du machst dich, Schätzchen! Also gut! Ich gebe dir eine Hilfe, die dem Augenblick dient! Nimm das! Wer will da denn ein Brückenteil? Und ich gebe dir Gelegenheit, die Schade deines Versagens wieder auszumerzen! Ach, es ist ja also alles meine Schuld. Schweig! Der Hexenzirkel wurde zersprengt! Wir müssen die Schwesterschaft aus Dorfes sammeln, um uns mit vereinten Kräften unseren Feinden entgegenstemmen zu können! Du, meine Liebe, wirst meine Botin sein! Nimm diese Botschaft, suche Dankrun und überbringe ihr die Nachricht! Und wo finde ich Dankrun? Ich kenne ihr Versteck doch gar nicht! Eigenständigkeit, Gewitzheit und Fähigkeit! Tu wenigstens so, als hättest du zumindest etwas davon! Ha, und ob! Du wirst schon sehen! Kannst du endlich etwas gegen das Gift unternehmen? Hüllen Sie die Ziegel zusammen! Willst du auch ein Mittel finden? Oh Gott, es geht voll auf die Stimme! Ein letztes noch, bevor du gehst! Viele noch verletzen bei den Limmel vor der Tür! Ja, ja! Ich habe mir schon eine rasende Geschichte zurechtgelegt! Dein Geheimnis ist sicher! Hast du Sagenbuch gefunden? Nein! Na, stehst du hier noch rum! Rum. Yeah, da geht der Hut hoch rein. Beim gleißenden Strahl des Güldenen. Was war denn das? Hast du dir ein Loch im Baum gesehen? Ein Loch? Von wegen? Das soll der Biss sprechen mit seinem Riesenmaul. Was ist da drin? Etwa ein Schatz? Man kann ein kurzes Stück hineinkriegen. Nein, schilder nicht hin. Du Fettmanns wie du. Dann kann ich ja nachsehen. Hey, wieso widerspricht niemand, wenn sie mich Fettmanns nennt? Schlag dir den Gedanken aus dem Kopf, Hexenjäger. Ihr Männer seid so grob und klobig. Was hinter das Ehegar alles passt. Du Kraftdeckleier, gehen wir! Yeah. Maybe. Ich habe alle vier Brückenteile, wenn ich das... Rumpelzwack. Wenn du ein Wanz mit einem Gürtel umschlingen willst, brauchst du bestimmt eine Wäscheleine. Hä? Was ist das denn nur für eine? Noch viel wichtiger. Hat der Kohlen für mich? Habe ich überhaupt Energie verloren? Ja, du hast mit dem Baum geredet. Das hat ja unglaublich viel Schaden gemacht. Egal. Und warum brauche ich jetzt auf einmal eine Wäscheleine? Was soll das? Ich brauche doch keinen. Du siehst aus, als wärst du von der Grund für den Hunger auf der Welt, Digga. Gott. Was ist das denn für ein Mistvieh jetzt? Gleich kommt er wieder. Wetten wir was? Ja, er ist wieder da. Ein Erdbeben? Ach, ein dicker Mann stapft durch den Wald. Ich kann noch mehr von den Viechern aufsammeln. Coole Sache, Baby. Das muss ich noch rausfinden. Das wäre vorteilhaft. Rausfinden. So ein Blödsinn. Kann ich vielleicht angeln oder so? Nö. Da geht nichts, da geht ja nichts. Die kann ich auch nicht mitnehmen, schade. Und was will denn jetzt mal? Ach, er hackt immer noch rum. Komm, aktualisier dich. Weigere dich nicht. Sondern installier, was du nur kannst, Baby. Yeah. Um die Brücke zu reparieren, benötigen wir vier Brückenteile. Bislang haben wir vier. Bald Timer, das reicht ja. Yeah. Eine Brücke reparieren, ja, das kann nicht jeder. Alle Helden halten 200. Das ist jetzt meine Brücke. Geil.
Wasserfall, nicht das schon wieder! Deine Brücke! Wir haben das verdammte Ding gerade gebaut! Fackeln wir nicht lange, schneiden wir den Unhalt in Stücke und ziehen weiter! Macht lieber, was ich sage, sonst... Sonst was? Sonst drückt ihr ein kleines Küken! Tu dir nicht, niemand ist so gemein! Doch, der schon! Meister meine Rätsel und ihr dürft passieren, scheitern und es regnet flauschige Federn! Gott, nein, wie dumm ist... Wie kommt man auf so einen Scheiß? Sei bereit für mein teuflisch böses Rätsel. Fang an! Sieht man sie, so sieht man nichts. Sieht man sie nicht. Ich könnte jetzt so tun, als hätte ich im Internet nicht schon die Lösung gelesen. Aber ich kenne sie leider bereits. Also ja, das sollte passen. Vorwitzige Brut, in den alten Tagen habt ihr es nicht gewagt, meine Rätsel zu knacken. Kommt, Küken, wir gehen. Den werden wir los. Ich hab da ein anderes Gefühl. Heldenhirn erhalten, 150 Erfahrung. Brunnen, Linden, Aura gelernt. Yeah, Stufe 5. Gott, wie das läuft. Wer davon pflückt, merkt schon bald, warum die Darmflitzer heißen. Komm her, Baby, ich hau dich. Oder muss ich die Waffe wieder wechseln, die Schlauchhund? Ach. Egal, der klaut jetzt erstmal. Und zwar nichts klaut er. Schlimm, der Raumzug, der ist wieder mal offen. Nein! Warum ist ein Hammer wirkungsvoller als ein Schwert gegen den Räuber? Kann mir jemand den Sinn dahinter erklären? Ja, 20 Goldstücke geklaut hier. Ach ja. Waffe. Frucht. Ja, okay. Ich soll vielleicht auch nebenbei mal aufs Spiel achten. Nein, mein Laptop ist viel interessanter. Ich kann ruhig sterben, sieht er nicht. Ja, verschwinde nicht. Ich muss sie doch töten, sonst krieg ich keine Erfahrungspunkte. Ich muss auch den beklauen. Sonst kriege ich kein Geld. Egal, jetzt ist er tot. Ja, hier hau ich den Schädel ein. Dich beklaue ich. Yeah, 20 Goldstücke. Ich werde noch reich in diesem Wald, Baby. Pfusch. Ach, wie ich es liebe. Ja, jetzt lohnt sich auch nicht mehr die Waffe zu wechseln. Er ist so gut wie tot, also von daher. Er ist doch so gut wie tot, oder? Was glaubst du denn? Nein. Ach, kannst du nicht einfach sterben? Und tot sein? Und tschüss. Was? Und tschüss hab ich. Komm her, du scheiß Eichhörnchen. Und die Alraunen? Beißt beim Ziehen schmerzhaft. Doch. Gibt's ja wohl nicht. Verdammte Viecher da. Ich sollte vielleicht speichern, bevor ich irgendwas aufnehme. Das Ding sieht so verdächtig aus. Warum kann ich es nicht mitnehmen? Sehr verdächtig. Mysteriös. Wir haben ein Geheimnis entdeckt. Noch mehr Wölfe, so schaffe ich es bis nächste Sommer. Da fallst du doch schon auf den Kopf voller Brandwein. Sagst du gerade etwas von einem Kopf voller Brandwein? 5 Flaschen, du kannst doch gar nicht vorstellen, wie schwer die sind. Ich soll sie da umbringen, aber dazu muss ich durch diesen schrecklichen Wald. Früher musste man sie zwar auch vor dem Wagen versehen, aber seit kurzem sind viel beängstigender geworden. Ich kleide dich durch den Wald! Wirklich? Sieh das, Dank. Es hätte mich so ganz allein bestimmt bald vor Angst gestorben. Es wäre hier so ganz allein bestimmt vor Angst. Ich will... Ach, vor Angst? Eher einen wilden Wagen. Rede nie wieder in einer Gegenwart mit einem Kind, Holzkopf. Fürchte dich nicht, Kleine. Wir werden dich vor den reißenden Zähnen und den scharfen Klauen der Bestien schützen. Na bitte, und schon passieren wir Hut. Yeah, wir haben einen gefährlichen Busch zerhackt, der sie vergewaltigen wollte.
Yeah, und wir zacken den Bug. Dann muss ich die Waffe wieder wechseln. Es ist ein Kreuz mit der Waffenwechselei. Das war doch effektiv gegen die, oder? Oh ja. Das ist sowieso immer effektiv. Klingenwaffe bitte. Und er installiert noch. Na, wenigstens installiert er inzwischen. Hey. Oh, er ist verwirrt. Oh, mein Heiler ist verwirrt. Wie geil. Da freue ich mich jetzt aber. Ich will hier. Na, Gott sei Dank. Töte ihn bitte. Na, also. Bei den Göttern. Tschüss. Alles töten, dann kriege ich viel Level und dann bin ich richtig mächtig. Ein hast du jetzt sicher das Versteck? Falsch! Okay, das war jetzt wohl nicht ganz so beabsichtigt. Kleine steht mir im Weg. Kann ich auch mit ihr reden? Vielen Dank, Onkel. Hinter deinem Umhang, der übrigens ziemlich streng büffelt, ist mir gleich sicherer zumute. Der Duft eines echten Mannes, Kleine. Oh, halt, ich habe mich nur seit 3 Monaten nicht mehr gewaschen. Egal. Eher eine Kiste zu knacken. Dieses Schloss ist reichlich happig. Stoß eine Fähigkeit an ihre Grenze, erwählte. Was verwundest du dir für einen Unfug zusammen, Jungchen? Ich, habe in der Zeit, einfach besser zu tun, als simple Schlösser zu knacken. Zum Beispiel den Schwanz einzuziehen. Verdammt, das dumme Ding ist verklemmt! Großartig gemacht, Meister der Schlösser! Ja, und für sowas gespeichert man dann, ne? Das würde ich übrigens vor jedem Schloss machen, wenn ich es nicht vergesse. Aber jetzt muss ich mir den Scheiß nochmal anhören. Moment, Idee! Wenn ich jetzt speichere, muss ich mir den Scheiß vielleicht nicht mehr anhören. Ich kann überhaupt Text in ein Rollenspiel bringen, das ist doch für ein Arsch. Ich stelle fest, ich kann dieses Schloss nicht knacken. Nein, das kann ich scheinbar. Es blinkt nur eins grün, ich kann es nicht knacken. Das ist deprimierend. Ich bin deprimiert. Ich gehe sterben. Was ist das? Klingenangriff auf alle Gegner. Das hat sie jetzt gelohnt. Okay, die müssen wir uns merken.